Der Raum lag dunkel da. Nichts regte sich. Kein seichter Lufthauch fuhr vom kleinen Spalt in der Wand durchs Gemäuer. Die Luft roch abgestanden und der Geruch von altem, modrigem Holz sowie vom Lack alter Möbel zog sich durch den alten Steinkeller. Ein kleiner Junge, euch vermutlich unbekannt, wanderte durch die Räumlichkeiten. Er fühlte Angst. Sie lastete auf ihn. Nur indem man sich seiner Angst stellt, kann man sie bezwingen. Die Worte seines Vaters hallten in seinem Kopf nach. Der kleine Junge hasste diesen Raum. Er empfand nichts als Furcht für ihn. Doch würde er sich seiner größten Furcht stellen müssen und eine Zeit allein im Keller verbringen. Seine Babysitterin schlief bereits, so hatte der kleine Junge alle Zeit, sich davon zu überzeugen, dass diese alten Mauern ihn nichts tun könnten. Seine Angst würde er für immer los sein, so dachte er sich dies zumindest. Nach einer halben Stunde Aufenthalt schien ihm der Beweis erbracht, dass hier keine Monster hausen würden, keine dunkle Macht ihm Schmerzen zufügen könnte. Alles in bester Ordnung, dachte er sich, während sich leise die einige Fuß von ihm entfernte Tür hinter seinem Rücken verschloss.